Einen feuchtfröhlichen guten Tag wünsche ich euch zum, ja, sagen wir mal, bald schon Finale von Dark Souls 2. Wir sind nämlich verdammt weit. Wir sind verdammt nochmal weit. Und als allererstes gehen wir jetzt zum Dingsherrscher. Aua. Ey! Wieder. Wir gehen zu diesem einem Gigantenherrscher, Gigantenking, Giganten, keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall gehen wir dahin. Das wollte ich eigentlich nur sagen. So, der ist hier. Hui, lol. Mit dir will ich mich nicht anlegen. Alter, was sind das denn für Knechte? Bam! 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 Junge, null Problem. Null Problem. Aua. Du hast die Kiste kaputt gemacht. Ist gar nicht gut. So, jetzt muss ich mich kurz erholen. Und jetzt. Bam! 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 Oh, warte. Bam! So. Und. Bam! Oh, oh, oh. Das hat er verdammt geschickt gemacht. Ah, ich kann das auch. Hast du schon. Oh. Was du kannst, kann ich schon. Sowas von lange. So. Wir müssen nämlich jetzt in die Erinnerung von dem einen. Baum. Genau, das Wort hat mir gefehlt. Ha! Nein! Aua! Oh Mann, oh. Arsch. Und das wollen wir natürlich ziemlich schnell erledigen. Das wäre ganz nice, wenn das. Ich warte noch ein bisschen. Ich weiß nicht, wie lange es aktiviert sein muss, bis es dann wirklich auch. So. Jetzt kann ich es auf jeden Fall umändern. Dritter Drachenring. Ja. Das war es. So. Jetzt müssen wir nur den Dings töten. Den König hier. Und dann können wir eigentlich schon zum Endgegner schreiten, wenn ich das richtig verstanden habe. Das weiß ich natürlich nicht. Wer die Story haben möchte und denkt so, hey, warum gehst du hier so schnell durch? Der guckt am besten die ersten 80 Folgen, die über dieses Thema sind. Also die ersten 80, ja, schon fast 80 Folgen, kann man schon fast sagen, sind genau über. Genau über das. Alter, what the hell? Leck mich doch. So. Jetzt sind wir am Fuß und jetzt kann uns eigentlich gar nichts mehr passieren. Oder vielleicht auch doch. Alter Vater, was mache ich denn hier für eine Scheiße? Ach man, bin ich denn behindert? Der ist schon so groß und trotzdem treffe ich nicht. Alter, vielleicht sollte ich doch mal anvisieren, ganz ehrlich. Ah, fuck. Ich hallo mich. Okay.
Nice. Ja, haben wir es doch ganz gut gepackt, oder nicht? Leute, was sagt ihr dazu? Oh, 5 Minuten 30 und jetzt können wir zum Schloss von Drangai reisen. Das war, glaube ich, das erste Leuchtfeuer. Also, glaube ich auf jeden Fall, wenn ich es richtig verstanden habe, was sein kann, dass ich das nicht habe. Oder warte, 183, ja, safen wir, komm. Es kann gut sein, dass wir jetzt ein paar Mal sterben bei Nashandra und so. Vor allem ohne Hilfe und so, das ist natürlich ganz schön schwierig. Deswegen, da gehe ich kein Risiko ein. Da gehe ich doch mal schnell nochmal leveln. Bevor ich die 183.000 Seelen verliere. Es wäre schade, wäre schade. Scheißegal eigentlich. Boah, Belastung. Ja, ich mach mal ein bisschen. Ich mach mal ein bisschen in Ausdauer komplett, komm. Ist eigentlich egal, weil wir leveln ja eh bald um. Krass, ey. Wie viel das 100.000 Seelen kostet jetzt einmal leveln. Ist echt Hammer. So, jetzt können wir da hinreisen. Alter, wie sieht Schule aus? Cool. Und dann machen wir das. Dann machen wir das. So. Dann gucken wir mal. Hier haben wir nicht. Da müssen wir ja. Hier müssen wir lang. So, der Flint-Dings ist ziemlich auffällig und ziemlich weit unten. Das ist ganz. Nein, nein, den. Öffne dich, öffne dich, öffne dich. So. Hallo. Nette Dame. Die habe ich beim ersten Mal durchspielen gar nicht angesprochen. Ist auch egal, muss man noch nicht. Was ist mit dem Rufsymbol? Soll ich eins nehmen oder soll ich keins nehmen? Ich mache unheimlich wenig Schaden mit Rufsymbol. Gehe ich jetzt mal von aus. Ah, das ist immer schwierig, immer eine schwierige Frage. Gegen der Chandra wäre es wahrscheinlich ganz gut. Ich weiß ganz gut, wie man gegen eine Chandra kämpft. Ich habe da ein paar Tricks auf Lager. Die könnten mir aber ein Rufsymbol zerstören. Aber ich habe Angst vor den beiden Ersten. Deswegen hole ich jetzt einfach Bernhard aus Jugo. Bernhard. Na, Bernhard. Bernhard. Die Ausrüstung würde ich gerne von dem haben. Dafür muss ich wohl 3 Bosskämpfe hintereinander mit dem gewinnen oder so. So, jetzt sollte ich weg. Alter, die fokussen ja ultra mich. Scheiße. Wir müssen jetzt auf jeden Fall auf den Thronverteidiger gehen. Einfach aus dem Grund. Perfekt. Damit der nicht mehr so viel Leben hat, sonst heilt er sich gleich gegen. Und das wäre scheiße. Ich glaube, es gibt so wohl sogar hier auch einen Trick, dass man die an den Rand lockt oder so. Alter Bernhard, nein! Stop it, one! Stop it! Okay. Die eine haben wir gleich fast tot. Okay, und danach müssen wir voll auf den anderen gehen. Ah! Alter! LOL!
Oh, ich konnte gar nichts mehr machen. Okay, vielleicht war es doch kluger, Bernhard von Jugo wegzulassen. Ja, jetzt habe ich es eh verkackt. Scheiße. Der darf nämlich nicht sterben dabei. Ist das Problem. Ah. Komm, lass es schon mal öffnen. Dann geht's schneller. Ach, leck mich doch. So, dann mach ich's mal alleine. Probier es mal. Ja, ich weiß natürlich nicht, ob es funktioniert. Aber es hat ja. Es war ja schon gar nicht so schlecht. Nachher, boah, haben sie echt reingehauen. Aber wir müssen es jetzt echt versuchen noch zu packen. Na, Chandra, also die Endgegnerin, sage ich mal, ist eigentlich so einer der leichtesten. Das ist eigentlich kein Problem. Also wenn wir, sobald wir diese beiden Typen getötet haben, dürfte eigentlich nach Chandra nicht das Problem sein. Aber diese zwei Typen sind eigentlich echt nicht schlecht. Also die sind schon sehr, sehr gut. Aber nur, weil die halt so schnell sind. Nachher noch diese, dass sie sich an sich haben. Ne? Ihr wisst schon, was zu machen. Aber wir können es packen. 11 Minuten haben wir. 20 Minuten haben wir noch. Und dann haben wir wieder das Spiel durchgespielt. Wäre schon cool. So, jetzt müssen wir nur aufpassen. So, zack. Ja, gut. Okay, wir gehen jetzt mal vor allem auf den Thron. Ja, wir müssen halt beide eigentlich ungefähr gleich runterschlagen. Okay, haben wir gut weggerollt. Sind wir gut weggerollt. Entschuldigung. Wir müssen jetzt ein bisschen mehr auf den. Ein bisschen Angst habe ich vor dieser Frau jetzt. Weil die mit dem Blitzschaden macht echt fucking Damage. Okay, ich habe noch getrunken, hat jetzt nicht so viel ge. Fuck! Alter! Okay, hat ein bisschen was gebracht. Alter, lol. Okay. Ich habe ein bisschen Angst vor einer Chandra, wenn ich so wenig Esselflakons habe eigentlich. Dafür ist eine Chandra dann doch nicht schlecht, aber ich muss ja nicht beide töten, wenn ich die jetzt getötet habe, dann kommen die auch nicht mehr wieder. Das ist ganz gut. Oh nee, die hat schon wieder. Natürlich ein bisschen scheiße. Ich könnte jetzt eigentlich die töten. Also ich könnte jetzt versuchen, die zu töten, weil er hat eigentlich nur noch so fast Hälfte seines Lebens. Das heißt, ich dürfte ihn auf jeden Fall down bekommen. Wenn er versucht. Okay. Sind wir gut weggekommen. Zum Glück. Ja, jetzt kriege ich ihn auf jeden Fall down. Alter, fuck. Ich muss auf jeden Fall. Ich will die auf jeden Fall kriegen hier. Deswegen ist mir scheißegal, wie viele Essos-Flakons ich trinke. Wenn der Chandra mich dann tötet, ist es scheißegal. Die kommen nicht mehr wieder. Das ist ganz vorteilhaft. Vielleicht kriege ich ihn ja sogar als erstes. Das wäre natürlich krass. Wäre unerwartet auf jeden Fall. Okay. Oh, sieht tatsächlich danach aus. Alter, fuck, jetzt hat er auch noch mal. Scheiße! Weg! Weg! Ja! Jetzt, ja, jetzt, die hat keine Chance mehr. Zack und bumm. Junge, beide getötet, perfekt. So, ich bin ja gespannt, ob ich Nashandra jetzt noch töten kann. Wird sich zeigen. Wird auf jeden Fall tricky.
Ist machbar, ist machbar. Ich habe keine Hilfe, ist klar. Hä? Ah, jetzt. Ich wollte schon sagen, what the fuck, was geht jetzt ab? So. Genau, wenn ich verflucht bin, ist das egal. Muss ich hinnehmen. Geht ja nur bis zur Hälfte meines Lebens. So. Oh, habe ich mich da ein bisschen zu viel getraut? Kann sein. Nee. Nein! Schade. Aber ihr seht es, ihr seht es. Ich weiß, wie es geht. Ich weiß, wie es geht. Ich habe ja viele Videos von Dark Souls 2 gesehen und auf jeden Fall war sowas auch dabei. Und deswegen ist das gar kein Problem. Ja, ich nehm einfach ein Menschenbild. Warum nicht? Kann ja eigentlich nicht schaden. Leute, warum sollte man da kein Menschenbild nehmen? Man muss ja nicht übertreiben. So. Komm mal auf. 17 Minuten. Alter, wir haben tatsächlich NG Plus schon durchgespielt. Ha! Schön. Cool. Echt cool. Freut mich. Ja, ich finde das geil, dass wir bis jetzt Dark Souls 3 noch NG Plus 1 und NG Plus 2 sogar noch anfangen können. Das hätte ich niemals für möglich gehalten. Aber irgendwann, man weiß halt so ein bisschen, wie man spielt. Man muss nicht mehr die DLCs machen, die einfach sauschwer sind. Aber die sind sauschwer. Vielleicht werde ich die sogar mal anspielen, nochmal im NG plus 2 oder plus 3 oder wann auch immer. Ich werde das ja auch privat noch weiterspielen. Ich werde natürlich mit dem NG plus 2 weitermachen. Ist klar. Ich werde das beenden. Und ich könnte Bernhard aus Hugo nochmal rufen. Will ich aber nicht. So. Es dürfte eigentlich nur noch Chandra da sein, richtig. Ist auch korrekt so. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht. Das wäre nämlich sau asozial, aber gut. Fuck, fuck, war das schlecht. Ah. Ah, es läuft gerade nicht so gut wie vorher. Komm. Zack, zack, nicht mehr viel. Bam, bam, down. Down! Down, Junge! Ist gedreckt. So, mal gucken, ob dieses Monster dann schon wieder kommt. Ne, diesmal nicht. Ja! Ja! NG Plus durchgespielt, Boys.
Durchgespielt. Bam! Junge, eiskalt. Durchgezogen, Alter. Durchgezogen. NG plus. Oh, armes Weib. Armes Weib. So, was ist mit dir, hä? Bam! 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 Kaboom. Das ist wohl für einen Anfang echt gut. Diese Tesolde-Ausrüstung da. Zeldora. Oh. Jetzt habe ich Angst. Ja, am Arsch nimmst du einen Heilstein. Oder schreib doch direkt dein Todesurteil. Juhu, ich hab's durchgespielt. Eiskalt. Eiskalt. So, kann ich hier noch was kaufen? Irgendwas Besonderes? Nee, ne? Titanic Brocken kriegt man auch unendlich. Ja, hier. Seelenfrieden. Komm, gib mir den Seelenfrieden. So, zack. 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 Oh nein. Aua. Oh, das hat wehgetan. Aua, aua, aua. Bleistein, so. Was mit der goldenen Dame eigentlich? Ich würde gerne mal meine Pyromantieflamme nochmal verbessern. Warte, da müssen wir mal ganz kurz gucken. Weil meine Pyromantieflamme würde ich doch gerne nochmal verbessern, bevor ich ins NG plus 3 gehe. Also NG plus 2 meine ich natürlich. Leuchtfeuerintensität plus 3. So. Kann ich das eigentlich öffnen? Kann ich das nicht öffnen? Doch. Oh lol. Hä, wo ist die Frau? Hä? Wo ist sie? Hab ich irgendwas falsch gemacht? Ich wüsste nicht was. Ach, keine Ahnung. Keine Ahnung. Frauen kann man es halt nicht immer recht machen. Ja. Wir sind durch. Unglaublich. Unglaublich. Ja, wir können jetzt noch ein paar Dinger reinpumpen. Einfach mal in Ausdauer. Ist scheißegal, wir leveln eh bald um. Davon muss ich mir übrigens noch einen Schlachtplan arbeite ich mir da aus. Achso, muss ich am Leuchtfeuer machen, stimmt. Jo, wahrscheinlich, oder? NG plus 2, Boys. Ja, das weiß ich noch. Da habe ich mich ganz schön erschreckt. Ah, oh, Leute, Leute, Leute. Ah, oh, ups. Alter, ich hab noch nicht mal. Ich dachte, ich krieg Dark Souls nicht durch. Also hatte ich wirklich schon Sorgen, dass ich Dark Souls nicht durchbekomme. Und jetzt bin ich im NG plus 2. Schon lustig, ne? Ja, die waren auch da. Das letzte Mal schon. Alter, dann ist der Sünderhügel schon NG plus 3. Oh, oh shit. So. Meine Damen. Meine Damen. Meine Damen. Ja. Noch will ich mich ja eigentlich nicht umleveln, ne?
Obwohl es ja ein schöner Start in NG plus 3 wäre, plus 2. Ja, es ist Leuchtfeuerintensität plus 3. Also 3 und NG plus 2. Da, Leuchtfeuerintensität plus 3. Also 3. Ja, das war's von dieser Folge. Das Ende von NG plus 1. Wunderbar, Alter. Hätte ich niemals für. Also hätte ich nicht mal. Die Möglichkeit habe ich komplett ausgeschlossen, da ich ins NG komme. Ins New Game, ja. Habe ich auch absolut ausgeschlossen. Aber jetzt sind wir hier. Und jetzt werden wir nochmal versuchen durchzuspielen. Oder wir werden auf jeden Fall versuchen, so weit wie es geht zu kommen. Ja, danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss.